Frauen und Beruf. Vielleicht insgesamt oftmals schon eine große Herausforderung. Und noch herausfordernder, wenn es darum geht, Frau in Kirche, in katholischer Kirche und ihre dortige berufliche Tätigkeit. Und uns ist es wichtig, dass das nicht bedeutet, irgendwo tätig zu sein und irgendwie. Wir sehen Frauen auch in Leitung, auch in Verantwortung. Das haben wir und das versuchen wir an vielen Stellen jetzt schon im Bereich der Diözesanebene unterzubringen, zu schaffen. Das wollen wir jetzt voranbringen in diesen Wochen, wenn es darum geht, leitende Referentinnen für die neuen Pfarreien auszusuchen. Das geht es darum voranzubringen, wenn es um Pfarreiökonominnen geht. Die leitenden Referentinnen stärker in den pastoralen Bereichen natürlich, wenn es um Strategie der Pfarrei geht, wenn es darum geht, das pastorale Personal zu führen, zu leiten, hier unterwegs zu sein. Die Pfarreiökonominnen stärker in den Bereichen von Wirtschaftlichkeit, von Finanzplanung, von Gebäuden etc. Für alle Situationen, wo es Menschen immer wieder neu herausfordert, wie bekomme ich Familie und Beruf, wie bekomme ich Care-Arbeit und Beruf vereinbart, ist es wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie kann man als Arbeitgeber, als Dienstgeber hier unterwegs sein. Wir sind unterwegs zum Beispiel im Bereich von Teilzeitarbeit. Wir sind unterwegs, wenn es um die Frage von Homeoffice geht. Aber natürlich gibt es auch die anderen Situationen, die Care-Arbeit entsprechend erleichtern, ermöglichen, wenn es Situationen von Krankheit gibt, Situationen, die gerade neu eintreten und es darum geht, entsprechend auch Freiräume zu bekommen, unterwegs zu sein. Uns ist es wichtig, dass Menschen Care-Arbeit und Beruf vereinbaren können. Frauen wie Männer, Menschen allen Geschlechtes. Uns ist es wichtig, dass wir als Kirche kein Männerclub sind, wenn es um Verantwortung geht, sondern dass wir Geschlechter beteiligen, dass wir hier geschlechtergerecht, so gut es möglich ist, unterwegs sind. Und deswegen freuen wir uns auch und besonders über Frauen in verantwortlichen Positionen.